keine Ahnung, woran man eigentlich Rechte und woran man Nazis erkennt. Und neuerdings gibt es da ein ganz interessantes Fachblatt zu dieser Frage, nämlich Baby und Familie. Genau, dieses Blättchen, was in allen Apotheken ausliegt, mit einer riesen Auflage. Die blicken da wirklich durch, woran man eigentlich Rechte erkennt. Es wird ja auch mal Zeit, dass uns das mal einer erklärt, ja. Zum Beispiel, hier haben die eine Riesengeschichte drin, Gefahr von rechts. Es suchen immer öfter Kitas Hilfe, weil sie es mit rechten Eltern zu tun haben. Und dazu sehen wir hier eine nette, blonde, langhaarige Mama mit einem netten Mädchen mit blonden Zöpfen. Wahrscheinlich sind das schon mal Rechte. Kinder rechter Eltern fallen manchmal erst nach längerer Zeit auf, zum Beispiel, weil sie sehr still und sehr gehorsam sind, sagt die Erziehungswissenschaftlerin Dr. Heike Radwan, Leiterin der Fachstelle Gender und Rechtsextremismus bei der Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin. Das ist toll. Also mit denen haben wir ja schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Wenn Sie mich fragen, das sind die Experten in Sachen Hetze und Extremismus. Die kennen sich garantiert aus, vor allen Dingen, weil sie selber dauernd hetzen. Ja, aber jetzt kommt's erst noch. Gehören die Eltern bestimmten rechten Organisationen an? Fallen deren Töchter zum Beispiel durch akkurat geflochtene Zöpfe und lange Röcke auf? Auch die Söhne sehen oft sehr traditionell aus und tragen zum Beispiel keine amerikanischen Schriftzüge auf ihrer Kleidung. Dann gibt es noch diejenigen, die sich als Bindeglied zwischen der rechten Szene und der besagten Mitte der Gesellschaft verstehen. Sie fallen erstmal überhaupt nicht auf. Diese Eltern sind auch noch nett und engagiert. Sie bauen persönliche Beziehungen auf und übernehmen gerne Ämter im Elternbeirat oder in ähnlichen Gremien. Das ist ja nicht zu glauben, das ist ja schwer verdächtig. Und wenn die Gesinnung auffällig wird, also die Rechte natürlich, haben viele dieser Eltern bereits so gute Beziehungen aufgebaut, dass sie dann trotz solcher Äußerungen nicht mehr ausgegrenzt werden und im schlimmsten Fall sogar Unterstützung bekommen. Ist ja monströs, also man kann sie praktisch nicht mehr ausgrenzen. Das geht ja gar nicht. Ich finde, man muss Leute einfach aufgrund ihrer politischen Meinung sofort ausgrenzen. Auch in der Kita, absolut, gnadenlos. Und natürlich Kinder auch. Kinder müssen dann ausgegrenzt werden. Um welche Kinder es geht, sieht man immer wieder ganz deutlich hier in diesem Heftchen. Manchmal sieht man auch noch die Mama dazu, ne, mit den langen blonden Haaren. Und hier auch wieder die einzigen, die hier farbig gezeichnet sind in dieser Menschengruppe, das sind die mit den blonden Haaren. Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Das Ganze erinnert mich doch regelrecht an Rassismus. Denn weiße Haut und blonde Haare sind nun mal Rassenmerkmale. Also während immer wieder über Rassismus diskutiert wird, häufig unberechtigterweise, ist es da, wo es um die Hautfarbe und um die Haarfarbe geht, wirklich Rassismus? Ja, was ist denn das überhaupt für ein Fachblatt, dieses Baby und Familie? Das gibt's in jeder Apotheke oder fast jeder Apotheke. Liegt das meistens kostenlos aus, ja? Und das erscheint im Wort- und Bildverlag. Und das ist hier die Website des Wort- und Bildverlages. Und der ist ja nicht etwa ein Unbekannter, sondern dieser Wort- und Bildverlag verfügt mit seinen Heftchen über eine enorme Meinungsmacht. Schauen Sie mal hier. Dazu gehört auch die Apothekenumschau. Die kennen Sie vielleicht noch eher als Baby und Familie. Das ist das Logo. Jeder, der schon mal in der Apotheke war, hat das schon mal gesehen, dieses Logo. Die Apothekenumschau ist die auflagenstärkste deutsche Zeitschrift nach der ADAC Motorwelt. Dann hat er also noch den Diabetes-Ratgeber, Medizini, Senioren-Ratgeber, ärztlicher Ratgeber, Hausarzt. Und Baby und Familie alleine hat eine Auflage von monatlich 712.000 Exemplaren und eine Reichweite von 1,76 Millionen Lesern. Aber auf eins wollte ich ja nun nochmal hinweisen. Also Rassismus ist keine Einbahnstraße, sondern Rassismus funktioniert in beide Richtungen. Man kann sich nicht gegen Rassismus stellen in Sachen Ausländer und dann Rassismus gegen Deutsche einfach zulassen oder verbreiten. Und damit wären wir für heute am Ende. Alles Gute von der Heimatfront.